Wir teleportieren uns hierher. Das glaube ich, kann ich wieder wegmachen. Und wir schnappen uns den Burns wieder. Und jetzt geht's nach Kakarigo. Das ist jetzt noch unser Ziel heute. Da muss es noch hingehen. Mal schauen, was sich dort so geändert hat. Das ist Hateno. Das ist der Turm da hinten oben. Habe ich den schon markiert? Nee, siehst du. Im letzten Eck das Ding. Okay. So, Burns. Los geht's. Ich glaube, der hört mich hier nicht. Aber ne, kein Geschirr. Sehr schön. Sein tolles Pferd. So wie er auch in Wirklichkeit war. Kleine Earnswurns. Einfach überrannt. Ich wollte es ja nicht mal. Es ist einfach passiert. Was ist denn das für eine Riesenhöhle da hinten? Boah, Leute. Das ist der Hammer. Schön, dass wir die zweite große Fee haben. Das hilft uns, glaube ich, insgesamt ziemlich gut. Denn mit 24 Rüstungen stehen wir erstmal nicht so schlecht da. Vorher hat man erst 9, dann 15, jetzt 24. Das ist in Ordnung. Und es wurde, glaube ich, aber jetzt auch so langsam Zeit, dass ich mal die nächste Rüstung oder die nächste Stufe bekomme. Denn man merkt schon, dass man einiges an Schaden frisst, wenn man... Korda, du bist einer dieser Schaulustigen, oder? Du bist hier, um Kakarikos berühmte neue Dorfvorsteherin zu sehen. Hihi, du brauchst es gar nicht zu leugnen. Sie hat das Dorf quasi neu erfunden, eine faszinierende Persönlichkeit. Oh, tut mir leid, ich wollte dich nicht aufhalten. Folg einfach der Straße, um nach Kakariko zu kommen. Jo, los geht's. Genau das tun wir. Guck halt auch hier auf die Bäume, wenn die so einzeln stehen, immer gern nochmal drauf. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. Hier die ganzen Chili. Ne, was sind das? Ach, Tomaten. Matoten. Warte mal, halt, stopp. Und das? Der Stein geht doch kaputt zu machen. Gut. Ach, das Wunschdenken. Ich würde halt gern noch ein paar mehr Crocs finden. Oh, da sind wir ja schon. Ach ja, so rum ist es ein bisschen schneller. So, hallihallo, da sind wir wieder. Nach gar nicht mal so langer Zeit. Tag. Das sind... Kranzruinen. Lasi. Kann schon sein, dass dieser Teil auch zu den Kranzruinen gehört. Aber das ist doch nur ein Bruchstück.
Was ist denn hier los? Wollen wir uns nicht lieber die Kranzruine dort oben ansehen? Aber ich dachte, dass man sich dieser Ruine aufgrund des Befehls von Zelda nicht mehr nähern darf. Hm, das ist das. So ein Bruchstück wie das hier doch viel besser. Hier kann man richtig auf Tuchfühlung gehen. Vielleicht können wir sogar ein paar Teile mitgehen lassen, um sie eingehender zu untersuchen. Hm? Ich käme natürlich nie auf die Idee, diese Ruine einfach so anzufassen oder gar was zu... Du bist gar nicht von der Forschungsgruppe, oder? Ich dachte schon, ich hätte mir jetzt die Standpauke meines Lebens eingehandelt. Wir studieren die Ruinen, weil wir Teil der Sonau-Forschungsgruppe werden wollen. Bei den rund um Kakariko heruntergefallenen Kranzruinen handelt es sich um sensationelle Fundstücke. Deshalb hat sich die Creme de la Creme der Sonau-Forschungsgruppe hier im Dorf versammelt. Solche Gelegenheiten gibt es nur selten. Deswegen sind wir hergekommen, um sie mit Fragen zu überhäufen. Aber Lasi lässt sich nicht so leicht ablenken. Tut mir leid, Chico. Gehen wir als nächstes die Steintafel angucken, die man in einem der Kranzruinen-Bruchstücke gefunden hat. Unbedingt. 5 Kranzruinen sollen rund ums Dorf heruntergekommen sein. Wir sollten jede einzelne angucken. Da haben wir einen Schrein. Als allererstes muss ich mal hier hoch. Ihr wisst genau warum. Hier stand ein Schrein. Wo ist der hin? Das ist, glaube ich, der von mir meist besuchte Schrein. Wie anders das alles aussieht. Der von mir meist besuchte Schrein. Weil ich den immer zum Teleportieren genommen habe. Oh Gott. Das ist ja riesengroß. That's what she said. Oh Gott. Was ist denn hier passiert, Mensch? Prinzessin Enzian gibt's ja auf jeden Fall nach wie vor. Gut. Wieder ein Krog mehr. Hoho, du hast mich gefunden. 40 Krogsamen schon. Okay. Ich muss mal zu dem Schrein darüber. Wie auch immer. Könntest du mir dabei helfen, bitte? Wieso hat denn der... Geht das innerhalb vom Dorf nicht? Oder was soll das? Der ist echt weg. Warum ist der weg? Weil ich im Dorf bin, oder was? Oder wie, oder was? Makasura-Schein. Machen wir natürlich auch gleich noch, bevor wir ins Dorf runtergehen. So, was haben wir denn hier für eine Probe? Oder auf und ab, hin und her. Ja, nimm das, komm.
auf und ab, hin und her. Hoch mit uns. Jawohl. Okay. What? Das ist ja krass. Aber das reicht doch nicht bis darüber. Doch, es reicht. Weil ich das Ding zum Hochklettern nehmen kann. Aber ja, keine Ahnung. Kann ich das zum Hochklettern nehmen? Jo. Dann kann ich rüberfliegen. Jo. Krass. Irgendwas, wo ich es drüber flacken kann? Nee. Da ist nichts weiter. Und oben drüber heben ist auch nicht. Nee. Passt da nicht durch, okay. Hätte ja sein können. Aber das hier kann ich es doch drüber heben, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Doch, mal sehen. Ich probiere es mal. Nee, das kriege ich nicht hoch genug. Guck mal einen an. Das Ding da rein. Das hat mir aber jetzt noch nicht so viel gebracht, denn ich brauche ja noch die blöde Kiste. Ja, das geht ja auch. Hey.
Warum? Wo soll denn hier der Schatz sein? Es muss auf jeden Fall eine Truhe geben. Die Frage ist nur, wo? Da hinten. Uh-oh. Geil. Es ist so gut, wirklich, ey. Diese Physik. Also, Feenwasser, diese Medizin trägt die Heilkraft der Feen in sich und riecht leicht süßlich. Es ist halt so gut, weil es so gut funktioniert. Ja? Weil es wirklich so gut funktioniert. Und das macht echt Laune. Geil. Hab ich den? Ja. Und ich meine, rate mal, ne? Kippt der? Nee, der kippt nicht. Sehr gut. Das war nicht so gut. Aber es ist überhaupt nicht schlimm. Wir machen das einfach nochmal. Ist das nicht hier dran? Ach, es ist noch nicht dran. Jetzt ist es dran. Geh mal auf Nummer sicher. Es macht Spaß. Es macht absolut Spaß. Schön. Das macht es auch irgendwie aus, ne? Es sind nicht mehr die riesengroßen Dungeons wie in alten Zelda-Teilen. Sowohl 2D- als auch 3D-Teilen. Aber auch die Rätsel in den Schreien, die waren schon in Breath of the Wild gut und das ist hier genial. Wirklich. Herzen auffüllen. Gesammelte Pflanzen oder erlegte Tiere kannst du im Menü verzehren und so deine Lebensenergie auffüllen. Ach, es regnet. Ist ja mal was ganz Neues. Ist da noch die Hylia-Statue? Ja, sehr gut. Die bitte zuerst. Hallo. Bitte einmal Ausdauer. Sehr schön, Mensch. Naja, dann ist es um 11. Kurz vor 11. Sehr gut. Das ist cool.
Ich gebe mir Mühe. So, Paya ist schon wieder weg. Wie jetzt? Meine Güte, es ist jetzt Payas Pflicht, das Dorf anzuführen. Und was tut sie? Kaum lässt man sie mal kurz aus dem Auge, stürzt sie sich wieder kopfüber in völlig nebensächliche Angelegenheiten. Hm? Hey, Herr Link, wir haben uns seit einer halben Ewigkeit nicht mehr gesehen. Meine Güte, habt ihr mich kalt erwischt. Ich hatte überhaupt nicht mit euch gerechnet. Ach, gerade jetzt, wo mir die neue Vorsteherin ständig Kopfzerbrechen macht. Entschuldigt bitte, vermutlich könnt ihr noch gar nichts davon wissen, Herr Link. Die frühere Dorfälteste, die ehrenwerte Impa, ist zurückgetreten. Jetzt hat Paya den Posten als Dorfsteherin von Kakariko inne. Meine Pflicht besteht darin, ihr als Assistent zur Seite zu stehen, aber Paya macht derzeit gar keine Anstalten, das Dorf anzuführen, sondern ist wie besessen von den Kranzruinen. Wenn sie doch nur öfter auf mich hören würde. Gerade ist sie vermutlich auch mit den Leuten von der Sonau-Forschungsgruppe an irgendwelchen Kranzruinen dran. Ja, okay, Paya. Zu der gehen wir. Ich will eigentlich unbedingt noch hier hoch, ne? Das mache ich jetzt auch. Ich gehe jetzt noch da hoch und spring da rein. Ich muss. Sieht auch schon ziemlich gut aus, ne? Osthügel, Westnikluda. Zurück an die Arbeit. Das sind auch noch Kranzruinen. Miasma, sachte. So, Babe. Abgrund am Osthügel. Mann. Irrlicht. Eine im Untergrund häufig zu findende leuchtende Geisterkugel. Sie scheint zu pulsieren und fühlt sich nicht heiß an. Vielleicht findet sich ein Nutzen für sie. Sehr schön. Rekas, schönen guten Abend. Hallihallo. Schön, dass du vorbeischaust. Na? Wie ist? I hope you're good. Okay, wir holen uns auf jeden Fall das Teil noch da drüben. Ich weiß nicht, für was es gut ist. Vielleicht probiere ich es mal. Kann man das hier irgendwie dran machen oder so? Irrlicht. Wo ist es denn? Nee. Scheint nicht so verwertbar zu sein. Nee, ist tatsächlich nichts. Verrückt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Kind krank, nichts mit Spielen, Fieberwache schieben. Oh, der Große oder der Kleine? Eigentlich ist es ja egal, aber... Daumen sind gedrückt, gute Besserung, Mensch. Na, der Kleine. Das ist ärgerlich, aber naja, lässt sich halt manchmal nicht ändern, ne? Oha.
Da will ich hin. Wie weit bist du denn, wenn ich fragen darf? Wie weit hast du denn schon spielen können? Meine ganzen Bogen hier kaputt. Das ist nicht so gut. Machen sie jetzt mal anders. Ich lasse die jetzt mal fallen. Beziehungsweise kann ich die doch auch werfen, ne? War es nicht irgendwie so, dass das auch geht? Ja. Ja, sehr gut. So, nicht in diese Seuche rein. Ganz wichtig. Alright. Nochmal zum Clearen. Habe die drei Armfähigkeiten freigeschalten. Okay. Takaruk-Wurzel. Nice. Sehr, sehr cool. Ja, da hast du ja auf jeden Fall schon ein paar Stündchen hinter dir. Auch schon 2-3 Stunden wahrscheinlich, hä? Wie fandest du den Anfang? Ich muss ja sagen, es war einer der schönsten Spielstarts, die ich je gesehen habe. Die Wurzel des Lichts vertreibt das Dunkel und erleuchtet deine Umgebung. Okay. Also selten so einen guten, wirklich selten so einen guten Spielstart gehabt. Lost im Tutorial. Ja, das kommt. Das kommt alles von allein. Wirst du sehen. Ich bin nicht richtig. Ich bin nicht richtig. Eigentlich will ich in die Richtung, ne? Wollte ich in die Richtung. Ja, man muss sich schon erstmal dran gewöhnen, das stimmt. Also, es ist schon nicht ganz ohne. Denn es ist auch ziemlich, ich will nicht sagen überbelegt, aber es sind schon ziemlich viele Dinger, wo man, also auch hier mit Gegenständen werfen und so weiter, da muss man erstmal hinterkommen. Wie und was. Reisezweihänder. Einfaches Schwert, einst von aufstrebenden Abenteuern verwendet. Mit ihrem riesigen Gewicht kann die beidhändig geführte Waffe Feinde den Schild aus der Hand reißen. Nice. Den nehmen wir mit. Waffentasche ist voll, verdammt. Das Reiseschwert weg. Ich schmeiß das mal weg. Weg damit. Reisezweihänder nehmen wir dafür mit. Ja, eigentlich dahinter wollte ich. Das mache ich jetzt mal noch, bevor ich ins Bett gehe. Und zwar teleportiere ich mich nochmal hier raus. Und guck mir nochmal schnell. Ja, ich gucke mir nochmal schnell an, wie ich da hinkomme. Oder ob ich hinkomme. Und zu Paya gehe ich dann am Freitag zum ersten Mal. Aber normalerweise müsste da, müsste ich da irgendwie auch noch einen Ausleuchtpunkt finden. Wo war das jetzt da hinten? Dass ich diese Fähigkeit nicht im Dorf anwenden kann, finde ich so doof. Aber das sind Kleinigkeiten. Das sind wirklich nur
ein paar Kleinigkeiten, die einen immer mal so ein bisschen, ich will nicht sagen aufstoßen, aber die man mal anmerkt oder anmerken kann. Und dass das hier so aussieht, das finde ich, das ist krass. Das ist echt krass, dass das so aussieht, wie es aussieht. Da. Boah, was sind das für Gebilde? Da ist die Wurzel. Genau, zu der wollte ich. Yay. Erstmal klären, dass da auch nichts ist. Das war Glück. Das war echt Glück. Ja, sehr gut. Alright. Wunderbar. Haben wir nämlich das Nachbargebiet aufgedeckt. Die Wurzel des Lichts vertreibt das Dunkel und leuchtet deine Umgebung. Sehr gut. Wundervoll. Ja, dann würde ich sagen, belassen wir es für heute dabei. Es ist nach 23 Uhr. Wir haben, jo, 3,5 Stunden auf dem Zeiger. Reicht für heute. Werden ja auch nicht jünger. Dementsprechend sage ich euch danke fürs Zuschauen. Bin ich noch so verrückt und springe hier runter? Wahrscheinlich, so wie es aussieht. Ein großes Irrlicht. Sie ist etwas größer als ein gewöhnliches Irrlicht und ihr Pulsieren strahlt eine gewisse Kraft aus. Das Spiel so creepy ist, ehrlich. Ohne Mist. Ein Qualmerling? Und ansonsten ist hier nichts weiter. Das war es ja jetzt überhaupt nicht wert. Na gut. Dann. Einmal noch schnell wieder nach Kakariko teleportieren. Und dort machen wir dann beim nächsten Mal weiter.